Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Let's Play vom Spiel Satter's Factory. Ja, wenn das Spiel endlich mal geladen ist, dann kann ich euch zeigen, was ich in der letzten Folge so gemacht habe, beziehungsweise müssen wir uns eh schon ein bisschen beeilen. Ich bin hier gerade bei der Mega-Kunststofffabrik und der Zug der Linie 11, der ist schon unterwegs, genau, der bringt das Polymerharz zu dieser Bahnstation. Und offscreen haben wir ein bisschen was hierher gebaut. Hier mal so eine Hypertube. Und ich würde sagen, ich schmeiß mal hier den Laden an. Lass mal schnell mal den nach vorne transportieren. Gib der ganzen Anlage mal Strom. Und ja, dann ist auch der Zug schon da, weil so eine gewisse Vorlaufzeit braucht die Anlage, weil ja. Weil es eben Flüssigkeiten gibt wie Wasser und Öl, die ja nicht direkt gleich da sind. Genau, hier die Schredderanlage wird aufgestellt, weil hier eben noch kein Zug da ist und das Zeug abholt. Genau, das ist mein Zug. Schnell, 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 schnell. Vielleicht sehen wir es noch, wenn das Polymerharz jetzt hierher kommt. Kommen hier zurück. Ich glaube, der Zug ist schneller, oder? Wo ist er denn? Ah, der fährt gerade hinten rein. Ja. Wird doch ein bisschen eng. Der sollte Polymerharz bringen. Genau, fährt gerade rein. Sehr schön. Hier die Anlage. Hat doch kein Wasser, hä? Was? Warum hat er nichts abgeladen? Ach, ist falsch eingestellt. Idiot. Ja gut, ohne den muss auch gehen. Na, das ist halt doppelt so viel drin. Hier die Anlagen werden jetzt auf jeden Fall schon mal angesprungen sein, oder? Kann ich jetzt erste Polymerz unterwegs. Strom geht schon rauf. Okay. Geht hier rüber, geht hier rüber, geht hier runter, wird hier aufgeteilt. Wasser sollte jetzt hier auch bald ankomme. Hä? Warum kommt hier kein Wasser? Ah, jetzt, jetzt. Pumpe arbeitet. Ah, okay. Okay. So gefällt mir schon besser. Okay. Ah, das dauert ein bisschen sich alles hier so verteilt. Hier ist noch nichts drin. Hä? Drüben schon. Ah, okay. Jetzt, wie gesagt, dauert immer ein bisschen. Ah, hier sieht man wieder, der Balken aufgeht. Ah, okay, schon eine Pfütze ist drin. Eine kleine Pfütze. Und schauen wir mal, wie es hinten aussieht mit den Wasserkanistern. Eieiei. Okay, die strömen hier gerade so richtig raus. Okay. Also, das Lager war voll, bevor ich hier alles gestartet habe. Randvoll. Was ist hier wirklich genügend unterwegs? Also hoffe ich zumindest. Ah, das schaut schon mal gut aus. Ja, halt, bei der ersten Anlage darf ich nicht rechnen, bei der zweiten. Okay. Ah, das passt wirklich gut. Er staut sich das Zeug schon. Also eine Pumpe schafft ja 120 Einheiten Wasser. Und hier sind zwei Anlagen, diese und diese, also jeweils zwei, wo jeweils 60 Einheiten brauchen. Das sind ja schon 120, also passt es ganz genau. So, hier ist das Zeug unterwegs, hier ist noch nichts unterwegs. Warum? Ja, okay, jetzt langsam. Also langsam, richtig langsam. Das ist ja viel zu langsam. Er weckt die Anlage zum Leben, wollte ich sagen. Warum dauert es hier länger? Weil. Also, weil hier der Teil. Au.
Weil der Teil ganz am Schluss der Anlage ist. Ja, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hier sind 10 Raffinerien und 10 mal 30 Öl wird gebraucht. Das sind 300. Das ist genau die Menge, was die Pumpe da unten machen sollte. Oder vergessen, die zu übertakten. Ne, die leuchtet oben weiß, also müssten es auch 300 Einheiten sein. Also theoretisch. Wow, ruckel, ruckel. Sind 300. Genau, ist übertaktet. Mehr geht wirklich nicht. Hier die Pipeline. Ist gut ausgelastet. Hier extra nochmal eine Pumpe hingebaut, dass alles sich schön verteilt. Aber ich denke mal, genau, wenn hier alle Raffinerien voll sind, dann werden auch die letzten irgendwann mehr abbekommen. Aber das schaut schon mal besser aus. Oh ja, oh ja. Ah, das dauert eine Weile, bis hier alles voll ist. 49, 50, jawohl, ist voll, jetzt geht der Rest nach hinten. 50, jawohl. Ah, das dauert einfach. Das dauert einfach ein bisschen. Also blöd, dass die letzten Anlagen eben nicht die Menge bringen. Okay, das funktioniert auch schon mal ganz gut. Die Kanister werden gleich wieder zurück befördert. Gehen ja alle ins selbe Lager rein. Naja, sieht man ja. Das passt ganz gut. Ungefähr ein Drittel, würde ich sagen, ist als Puffer da. Genau, hier kommen die Treibstoffbehälter. Passt aber exakt. Passt echt super. So, kurz mal schauen, wo ist der Zug der Linie 11? Mensch, hab ich wirklich vergessen. Da ist er, genau auf der anderen Seite. Hab wirklich vergessen, dass ich es umstelle. Oder richtig einstelle. Hier kommen die ganzen leeren Kanister wieder zurück. Sehr schön. Hier ist der Gummi. Aber, hä? Was ist hier los? Ah! Was war das? Jetzt aber! Genau, strömt hier der ganze Gummi entlang. Eieiei, ich dachte schon, was ist denn hier los? Ach, wie schön. Genau. Auf jeden Fall ist schon mal der Treibstoff da. Treibstoff und Gummi ergibt Kunststoff. Wir müssen auch hier gleich alle Anlagen anspringen. Ich kann kurz mal hier reinschauen. Ja, Treibstoff ist auf jeden Fall da. Gummi auch. Ja, das passt super. Okay, das war es nur. Okay. Ja, es hat sich halt logischerweise hier was in den Raffinerien drin gestaut und das kommt jetzt erstmal alles so nacheinander raus. Ja, hier ist noch ein bisschen was gestaut. 12 Kunststoff, okay, passt soweit. Genau, das ist die eine Anlage, wo gedrosselt ist. Oh, 5 und 6 Kunststoff. Was ist hier los? Ja, das Problem mit dem Polymerharz ist das.
weil ich eben zu wenig Polymerharz habe. Oder habe ich zu wenig? Nee. Ja, knapp. Sehr knapp. 11 von 12. 8 von 6. 7 von 6. 8 von 6. 9. 10. Zu wenig. Ja, sei doch. Zu wenig. Ja, deswegen bin ich auf den Zug angewiesen, der das Polymerharz hier herbringt. Ja, logischerweise hat er jetzt viel zu viel dabei. Wo bleibt der Zug? Ist der? Ja, tatsächlich. Oh Gott, das muss ja noch in die Bahnstation reinfahren. Ja, Wahnsinn, was hier schon Kunststoff unterwegs ist. Schaut schon mal nicht schlecht aus. So viel Kunststoff. Okay, viel ist es nicht, aber noch mehr wie nichts. Hier kommt gerade gar nichts. Na da, hier so ein kleines Häufchen. 5 von 6 Gummi. Ja, das ist klar, weil hier eben nicht genügend Kunststoff ankommt, weil eben nicht genügend Polymerharz da ist. Und wenn jetzt gleich genügend Polymerharz da ist, dann müsste auch mehr Kunststoff produziert werden. Hier bei diesen Anlagen werden 540. Ja, super. Bei diesen neuen Anlagen werden 540 Kunststoff produziert, die ich dann für die Supercomputerfabrik brauche. Wenn man das hier so anschaut, was hier entlang strömt, kann man eigentlich meinen, dass es ausreicht, aber das reicht einfach nicht. Ich habe jetzt gar nicht die Zahlen da, was es hier so entlang strömt, aber ist schon einiges. Aber es reicht halt einfach nicht. Hier die leeren Kanister, das Einzige, was gut funktioniert. Flüssigkeiten. So wie ich das Spiel kenne, sind unvorhersehbar. Da weiß man nie, wie das jetzt ausgeht. Aber gefällt mir, würde ich sagen. Gefällt mir. So, halt, das ist der Zug nicht. Also das? Nein, auch nicht. Also das? Auch nicht. Wo ist der Zug jetzt hin? Klingel 11. Ah, hier ist er. Ah, jetzt. Oh, du musst jetzt mal die ganze Strecke hier rauffahren. Ja, das ist wirklich ein schönes Stück. Ei, ei. Ja, weil die Anlage eben nicht ganz ausgelastet ist. Wenn die Anlage jetzt komplett ausgelastet wäre, dann wäre das ja auch jetzt kein Problem. So, Blätterzug jetzt. Fährt gerade hier rauf, ja. Ach, so lange kann ich jetzt nicht warten. Ich mache jetzt einfach mal einen kleinen Cut und sehen wir uns gleich wieder, wenn der Zug hier andockt. Jawohl, 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 er ist unterwegs. Da ist er, der Zug. Mein bester Zug. Das ist hier übrigens mein Bauzug. Der hat hier nichts mit der Fabrik zu tun und holt auch hier nichts ab. Hier im Grünen fährt er gerade rum. Na, habe ich wirklich vergessen, dass ich hier das umstelle? Oder richtig einstelle? Echt peinlich. Eigentlich hätte ich das Video neu machen müssen, aber egal. Dann seht ihr auch mal, dass ich auch mal einen Fehler mache. So. Genau, jetzt wird er abgeladen. Sehr schön. Ist ja bloß die Frage, wie viel er jetzt bringt. Ja, logischerweise doppelt so viel, weil er ist ja zwei Runden gefahren. Genau, jetzt lässt er den Container da. Ja, hier sind die KI-Begrenzer drin. Stimmt. Wollte gar nicht nachschauen.
So, oh, doch einiges. Hoppla, so viel gleich. Hier haben wir MK2 Lift, ja, müsste ausreichen. War nur 100 Einheiten und nicht 120, was der Lift auch fördert. Müsste hier auch gleich das Zeug kommen, oder? Ja, weil da unten ist unterwegs. Wird das hier gleich mein System fluten? Also ich hoffe es mal nicht, aber... wird auf jeden Fall jetzt viel hier eingespeist werden. Genau, jetzt ist hier das ganze Polymerz unterwegs. Geht jetzt hier rüber, da vorne rein. Dieser Splitter ist ein Splitter mit Overflow Protection. Das heißt, wenn hier wirklich alles voll läuft und auch das Lager voll ist, dann wird das hier ausgeschleust und hier eine Schredder rein, bevor hier die Anlagen zum Stehen kommen. Denn hier Schwerel produzieren ist wichtiger als das Polymerharz, deswegen kann man das Polymerharz ruhig schreddern, wenn man es nicht mehr braucht. Genau, jetzt bloß die Frage, wie lange das reicht, was der Zug jetzt gebracht hat. Eigentlich doppelt so lange, wie es eigentlich geplant ist. Jawohl, 12, 13, 14, jawohl. Ist auch genügend drin. Also gleich keine Gedanken mehr mache. Jawohl, Pumpe schaltet auch im nächsten Gang. Sehr gut. Und wie sieht es hier aus? Ah, schleppend. Ja, nee, passt schon. Passt, sehr gut. Es war ziemlich knapp immer. Okay, 6,8 waren es, glaube ich, gerade, wo es wieder zurückgesprungen ist. Ja, knapp 6,8 war es. Das passt schon. Sind die Raffinerien auf jeden Fall schon mal sehr gut ausgelastet. Genau, das passt schon soweit. Ja, wenn man so eine große Anlage in Betrieb nimmt, dann muss man immer damit rechnen, dass irgendwie irgendwas nicht richtig funktioniert und dass man danach bessern muss, aber es hat ja eigentlich alles gut funktioniert. Wie sieht's hier aus? Genau, das ist aufgedrosselt, die Anlage. Abgepacktes Wasser. Ja, passt schon, würde ich sagen. Passt schon. Jetzt ist die Anlage auch gedrosselt, genau. Ah, das passt sowas von genau. 4 von 2? Ja, okay, immer 2 mehr. Passt wirklich gut. Wir schauen noch mal nach vorne, wie es aussieht jetzt mit dem Kunststoff. Und dann schauen wir wieder zurück, wie es aussieht, wenn der Zug wiederkommt, wie viel von dem Polymerharz jetzt noch übrig ist, was er gebracht hat. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Hier, die müsste bald voll sein. Ja, nicht wirklich. Kann man mal löschen. Oder, nee, ist egal, muss man nicht löschen. Wird dann eh geschreddert, wenn es zu viel wird. Genau, hier werden, ich habe es irgendwo hingeschrieben, Bahnstation, hier eine Bahnstation so benannt. Ist die da? Da steht der Zug vor. Hier, da oben steht es 361 Kunststoff, werden da drüben eingelagert und hier sind es 540 Kunststoff. Also wenn ich diese Menge hier sehe, dann glaube ich das sogar. Das wird ja auf alle drei Cargo-Terminals gleichmäßig aufgeteilt, also es sind dreimal solche Mengen drin. Exakt dreimal, weil hier ist ein Splitter und er teilt das alles schön auf. Ah, ist immer wieder was Schönes, so eine große Anlage, die man noch nicht ausprobiert hat, in Betrieb zu nehmen. Hier mit dem Gummi schaut es auch besser aus. Viel besser. 15, also die ist gedrosselt. 6 von 6, okay, 7. Man kann die nächste. 8, 9, 10, 11, 12. Ja, sehr gut, sehr gut. Das passt wirklich exakt. Also mit den Mengen, was ich ausgerechnet habe, was ich hier quasi rausbekomme, kann ich glaube ich auch rechnen. Alles von diesen neuen Anlagen, was hier steht, das geht hier über diesen
halt, genau, das geht dahinter, das passt schon soweit. Und geht hier runter und da drüben dann in die Bahnstation rein. Es geht hier so unterirdisch, weil ich wollte es nicht oben drüber bauen, sondern ja, so ein bisschen versteckt. Wird auch wieder auf alle drei hier aufgeteilt. Eins, zwei, drei. Und da ist ein bisschen weniger drin. Ist klar, weil diese Anlagen sind ein bisschen später auch in Betrieb genommen worden. Aber ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wenn hier wirklich die Bahnstationen voll sein oder voll werden sollten, dann werde ich einfach hier von diesem Splitter. Die hat eine Overflow Protection. Ja, könnte man auch gleich anschließen. Das ist nicht schlimm. Na komm, geht nicht. Jetzt geht's, genau. Dann wird hier alles ausgeschleust, was hier nicht gebraucht wird, aber momentan wird hier alles gebraucht. Beziehungsweise hier eingelagert. Und eigentlich müsste ich hier nochmal irgendwie ein Lager davor bauen. Oder hier irgendwie ein Lager hinbauen. Ja, könnte ich dann immer noch machen. Hier ein Lager hinbauen. Denn wenn der Zug jetzt herkommt und hier das Zeug abholt, dann kann nichts eingelagert werden. Und was haben wir hier? MK5 Band, ja. Und für den kurzen Augenblick, wo der Zug hier andockt, muss ich halt irgendwie irgendwo eine Lagermöglichkeit haben. Na, hier drüben wird es gerade weniger. Der Schredder ist eh noch nicht angesprungen. Hey, wieder ein Ticket. Ja, ein Kapor meine ich. Ein Kapor. Aber schaut schon mal nicht schlecht aus. So, kurz mal halt. Nein, falsche Taste. M, nicht N. So, kurz mal schauen. Wo habe ich hier das Seitenmenü jetzt? Hä? Egal. Wo ist der Zug? Da ist er erst. Okay. Der braucht eine Weile. Wegen der Lagermöglichkeit, da könnt ihr auch gleich was einbauen. Quasi hier ein Lager hin. Oder ein bisschen weiter hinten, ne? Oder daher. Hey, krass, ist voll das Band. Okay, ist fast voll. Hier den zweimal weg. Dann machen wir hier genau in die Mitte. Genau, das ist hier die Mitte. Hier wurde der. Halt andersrum. So, genau. Dann beim MK5 Band von da nach da. Von hier nach dort. Ein bisschen Farbe rein. Passt soweit. Mit der Pistole weglegen, brauchen wir nichts. Dann wird alles zwischengelagert. Immer eins. Eins ist drin, ne? Und 66. Wenn jetzt hier wieder so eine Lücke kommt, wie wir gerade gesehen haben, dann werden die 66 herausgezogen, wenn noch was. Beziehungsweise, das können auch die 66 sein, was hier eingelagert wurden, weil eben gerade der Zug kam. Wow, nee. So ist richtig. Okay, Schreddern ist okay. Ist okay, aber. Genau, hier ist wieder eine Lücke. Und jetzt wird man gleich sehen, dass hier keine Lücke ist, weil einfach hier alles abtransportiert wird. Ja, wird das eine Lücke? Ja, weil alles weg ist. Ach, wie schön. Und hier auf der Seite muss ja logischerweise auch irgendwie dann eine Lagermöglichkeit bieten, ne? Halt, wo ist der Zug jetzt? Linie 11 ist hier, okay. Ja, werde ich dann irgendwie dann hier ein Lager einbauen? Ja, hier einen Lagercontainer herstellen, das wäre schon möglich. Oder ich mache hier irgendwie so eine Schleife rein. Das geht ja natürlich auch, ist ja kein Problem. Dann geht halt das Band hier so rüber und da, wo diese zwei Foundations sind, das ist Lager und dann geht es dann hier wieder so rein. Das ist alles möglich. Und der Schredder kommt dann auch logischerweise weg, wenn hier dann 361 Kunststoff gebraucht werden. Genau, kurz mal hier reinschauen. Ah ja, passt schon. Schauen wir kurz mal in die Bahnstation, denn das waren die Bahnstationen, die als erstes beliefert wurden.
Okay, ja, ein bisschen mehr. Es würde mich interessieren, wie viel Polymer hat es noch da ist. Ja, kleine Reise, aber mit der Hypertube geht das immer schnell. Hypertube würde ich jetzt nie über die ganze Map bauen. So, wie viel ist noch drin? Okay, einiges. Hä, warum so viel? Wo kommt das alles her? Das sind ja Unmengen an Polymer. Wo kommt das alles her? Hey, da stimmt irgendwas nicht, oder? Da stimmt irgendwas nicht. Ist ja gut, wenn ich so viel habe, aber. Okay, wenn der Zug kommt, dann lösche ich das alles mal raus. hier ist eh wieder unterwegs. Eieiei. Hier, dann würde ich sagen, mal nochmal einen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Zug wieder da ist. Denn mich würde schon interessieren, wie viel der jetzt wirklich tatsächlich dabei hat. Denn das kann es ja nicht sein, oder? Dass er, weiß nicht, 12.000 Polymerz hat, obwohl ich gar nicht so viel produziere. Also, bis gleich. Jawohl, da ist er schon wieder. Und ein anderer Zug. Hey, Wahnsinn, so viele Züge. Genau, jetzt ist er schon da. Ich glaube, gleich mal das rauslöschen, wenn er jetzt hier kurz vorm Amt docken ist. Sagen, du musst jetzt mehr rauslöschen, lassen wir die. Ja, nee, lassen wir nichts drin. Passt schon so. Können wir das System erstmal wieder bereinigen? Also, ich wollte nachschauen, wie viel hat es dabei? Ah, zu langsam. Egal, auf jeden Fall tut er abladen. Das ist schon mal das Wichtigste. Nicht verantwortlich für Verzögerungen. Doch, natürlich. Okay, wie viel hat es da gelassen? Ja, dass es wirklich so viel ist. So viel. Aber okay, passt schon. Warum nicht? Was soll ich hier auf MK3 upgraden? Das wird ja eh alles von mir in mein Lager eingelagert. Ins Lager eingelagert, ja, kann man sagen. Mach mir ein MK3-Lift draus. Farbe wollte ich haben. Nee, keine Kettensäge. Keine Kettensäge. Genau. Und dann machen wir vorne ein MK3-Lift draus. Dann brauche ich ein MK3-Band. Muss ich hier unten. Einmal das upgraden und das upgraden und das upgraden. Das heißt, da ist wieder im Moment zwei Speicherfreeze. Übrigens, diese Folge nehme ich an dem gleichen Tag auf wie die Folge vom Montag. So, kurz mal schauen. Ist alles MK3, 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 genau. Die erbrachte Farbe, genau. Jetzt geht es alles hier nach oben. Ich will eigentlich nichts in der Hand haben, nichts. Genau. Wird hier eingelagert. Okay, das strömt jetzt wieder. Das staut sich hier. Warum staut sich das hier? Und nicht das da? Hm. Egal, es kommt auf jeden Fall so viel Polymerharz, dass auf jeden Fall hier immer noch genügend drin ist. Oder drin sein sollte. Aber das Ganze ist ja ein Kreislauf. Also, ja, das Lager. Das Lager wird dann theoretisch nie voll. Das war echt blöd. Na, egal. Es wird schon irgendwie voll oder wird auch nicht voll. Machen wir auch hier ein MK4-Band hin, oder? Geht ein bisschen schneller, das Ganze. Na, egal. Egal, egal. Das passt schon so. Kurz mal schauen. Was? Also ist immer noch genügend drin. Und 10. Und 10, ganz wichtig. Ganz wichtig. Absoluter Wahnsinn. So viel Zeug. Alle Bänder voll. In alle Himmelsrichtungen. Okay, hier ja, die Bänder, ist klar, es teilt sich alles auf. Deswegen sind nicht so voll wie die anderen Bänder.
Hier die drei Bahnstationen sind auch gleich voll, oder? Ja, nicht ganz halb voll. Da drüben schaut es wahrscheinlich ganz anders aus. Auf jeden Fall funktioniert das. Es funktioniert alles ohne Probleme. Ja, bisschen mehr wie die Hälfte, okay. Das Geräusch, war das da? Die Hepatio, wo ich gerade vorbeigelaufen bin. Logischerweise macht das Lager hier überhaupt keinen Sinn, wenn da davor ein Schredder ist. Schon klar, der Schredder kommt ja dann weg, wenn hier das wirklich dann alles gebraucht wird, der Kunststoff. Oder vielleicht lasse ich den Schredder. Oder baue irgendwie das Lager weiter vorne hin. Dann Overflow Protection dahinter. Und alles, was dann zu viel ist, obwohl das Lager schon voll ist, das wird dann geschreddert. Obwohl, nee, muss eigentlich auch nicht. Muss eigentlich auch nicht. Weil eigentlich immer noch genügend dann verbraucht wird. Ah, egal, egal, egal. Ja, und wie ihr am Titel des Videos wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, war das das letzte Let's Play von Satisfactory. Das heißt nicht, dass er nicht mehr weitergeht. Natürlich geht's weiter. In den Livestreams. Immer samstags. Aber mehr dazu im Video am Freitag. Da gibt es dann so ein Spezial 2000 Videos Video. Oder so ähnlich, wie ich es nenne, weiß ich noch nicht genau. Das ist dann mein 2000. Video auf meinem Kanal. Also nicht 2000. Let's Play, das ist ein bisschen weniger. Aber alle Videos, Monatsrückblick, Uploadplan, Spezialvideos, Trackmania Videos. Und ja, und sonstige Videos. Und da werde ich dann nochmal genau erklären, wie es dann weitergeht auf meinem Kanal. Auf jeden Fall gibt es da keine, ich betone es extra nochmal, keine Let's Plays mehr. Denn 2000 Videos ist schon mal richtig viel. So, kurz mal schauen, jetzt sind wir hier, okay. Wie weit ist jetzt der Zug zur Linie 11? Wo ist der? Das? Nee. Das? Nee. Ah, hier unten ist er, okay. Also hat gerade die Hälfte. Ja, ist Halbzeit bei ihm. Vielleicht reicht es ja aus, was er jetzt mitgebracht hat. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Ich würde sagen, ich mache nochmal einen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Zug wieder da ist. Ob das ausreicht, was der Zug jetzt geholt hat. Oder ob was übrig ist oder ob es viel zu wenig war. Also, kurzer Cut für euch und ja, bis gleich. So, der Zug kommt gleich in jedem Augenblick, aber man sieht, das Lager ist schon leer. Wenn ich rüber schaue. Hier wurde ein bisschen was eingelagert, nicht viel. Ungefähr 90 Einheiten, ja, wird ja weniger, weniger, weniger. So, abwarten, wo bleibt der Zug? Der müsste gleich kommen, oder? Nee, der ist schon da, der Zug. Okay. Bringen wahrscheinlich die gleiche Menge wieder. Jetzt haben wir 60, um die 60 Einheiten, 50 Einheiten. Wird weniger, weniger, weniger. Das ist genau die Zeit, was irgendwie überbrückt werden muss. Solange der Zug noch unterwegs ist oder noch nicht angedockt hat. 30 Einheiten. Hier drüben das Band ist leer. Das Band ist leer, das Band ist leer. 20. Oh, es geht schnell. Kommt auch immer wieder was dazu, aber es wird logischerweise auch gleich wieder abtransportiert. 5 Einheiten. Band ist immer noch leer. Alles leer. Okay. Und jetzt wird alles verwendet, was hier quasi vor Ort produziert wird.
Genau, hier geht alles raus, was hier zu viel ist, weil hier eben das auch schon voll ist. Genau, es kommt das Neue dazu, was was der Zug gerade gebracht hat. Aber das passt dann so. Wenn es hier staut, das macht überhaupt nichts, weil ja, dann wird das Problem mehr als halt hier bei dieser Raffinerie oder bei dieser Raffinerie gebraucht, wenn es hier staut. Ja, auch kein Problem. Aber der hat wahrscheinlich genauso viel wieder gebracht wie vorher. Also logischerweise. Oder? Ja, also annähernd. Annähernd so viel. Ja, cool. Gefällt mir, dass es alles so schön funktioniert, wie ich mir gedacht habe oder so ausgerechnet habe. Aber rein rechnerisch wird sogar mehr Polymer gebracht, als dann eigentlich verbraucht wird. Ja, hier wird wieder eingelagert. Ja, ist klar, weil jetzt wieder was dazugekommen ist. Und ja, weil hier die Raffinerien ja schon voll sind. Genau. Also, dann würden wir sagen, dann war es für diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank bei allen Satisfactory-Folgen. Beim fleißigen Kommentare schreiben, beim fleißigen Daumen nach oben da lassen. Und ja, nicht traurig sein. Es geht natürlich in den Livestreams weiter. Denn Livestream macht mir wesentlich mehr Spaß als jetzt Let's Plays schneiden. Mit Leuten sich zu unterhalten, die jetzt im Live-Chat was reinschreiben und dann sofort eine Frage beantworten können. Das macht mir einfach viel, viel mehr Spaß, habe ich gemerkt, als hier einfach so ein Let's Play aufnehmen. Logischerweise gehört da auch ein bisschen mehr dazu, als einfach jetzt irgendein Video aufnehmen oder irgendein Livestream jetzt irgendwas zu reden. Da muss man natürlich auch wissen, was man jetzt hier aufbaut. Da haben wir ewig einen riesen Plan gemacht, wie ich das hier aufbaue. Und das mache ich logischerweise immer noch offscreen, da mache ich immer noch Gedanken, probiere aus, tüftel ein bisschen. Ja, auch hier das mit dem Kunststoff, dass erst hier nach hinten geht, dann bei der Menge, was diese Anlage hier produziert, hinten draufgeschlagen wird und dann erst hier reingeht. Ja, das hat alles seinen Grund. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es völlig egal, aber so funktioniert es doch am besten. Genau. Dann würde man sagen, war's das. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, sehen wir uns im nächsten Livestream wieder. Beziehungsweise ich werde jetzt nochmal schnell die Statistiken einblenden. Da sind auch immer manche Leute mal ganz scharf drauf. Da sieht man dann, ja, wie viele Let's Plays ich gemacht habe von Satisfactory. Okay, ist klar, ist Folge 173. Dann ist eigentlich klar, wie viele Videos es sind. Und dann, welche Durchschnittszeit. Nee, halt erst richtige Reihenfolge. Sekunde überlegen. Was kommt als nächstes? Genau, die gesamte Wiedergabedauer. Wie lange alle Videos dauern würden, wenn man sie jetzt alle hintereinander direkt anschaut. Das sind auch ein paar Stunden. Dann kommt die durchschnittliche Videozeit, wie lange ein Video im Durchschnitt dauert. Also wenn ein Video, sagen wir, 10 Minuten dauert, das andere dauert 30 Minuten, das ist ein Schnitt 20 Minuten. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Es sind doch ein paar mehr Daten, was da im Hintergrund verarbeitet wurden von meiner schlauen Excel-Liste. Und ja, und dann nochmal ein Wert, ja, wie viel Prozent jetzt dieses Spiel bei meinen gesamten Videos ausmacht, wie viel Prozent. Also bei X-Rebirth waren es glaube ich knapp 25%, ja, schon mal so ein Viertel von der gesamten, von allen Videos gesehen. Also wenn alle Videos, sagen wir mal, 1000 Stunden haben, also angenommen, und X-Rebirth hätte 250 Stunden, ist klar, dann sind das 25%. Ist klar. Aber ja, ein bisschen weniger ist auf jeden Fall bei Satisfactory. Denn dieses Video dauert ja auch schon so lange. Ja gut. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Livestream am Samstagabend wieder. Also, macht's es gut. Bis dann. Ciao.